Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute gibt es ein super Video. Und zwar werde ich euch 3 selbstgemachte Eisrezepte verraten. Und ich habe so lange nach Alternativen gesucht, weil ich liebe Eis. Eis ist einfach, oh, gerade wenn es jetzt so heiß ist, also wir hatten jetzt letzte Woche irgendwie so um die 38 Grad. Ich würde am liebsten jeden Tag Eis essen, in die Eisdiele rennen oder irgendwie in den Supermarkt, aber es sind einfach so viele Zusatzstoffe und Zucker drin und ich möchte das nicht in meiner täglichen Ernährung drin haben. Ja, und deswegen habe ich einfach ein bisschen ausprobiert und geguckt, was schmeckt, wenn man sich das zu Hause selber zubereitet, ohne zusätzlichen Industriezucker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Und es ist sehr lecker. Mega, mega lecker. Einige Sachen davon könnt ihr sogar benutzen, wenn ihr auch sagt, ihr möchtet irgendwie ein paar Kilo abnehmen. Das ist gar kein Problem. Da würde ich nur auf die Mengen der Bananen achten, genauso wie auf die Menge Kokosmus, die ich da reinpacke, und die Datteln. Das sind nämlich alles Sachen, die auch in den Rezepten mit drin sind. Und bei mir war das früher auch immer so eine Sache von der Uhrzeit. Also ich würde jetzt, wenn ich sage, ich möchte irgendwie ein paar Kilo abnehmen, nicht abends kurz vorm Schlafen gehen Bananeneis essen, auch wenn es selbstgemacht ist. Das nur kurz zur Info, aber es sind wie gesagt auch wieder meine Erfahrungen. Und ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal. Ein paar kleine Tipps vorab. Ihr solltet, wenn möglich, auf die Qualität und den Geschmack des Obstes achten. Das Eis kann natürlich immer nur so gut schmecken wie das ursprüngliche Stück Obst. Ich habe das schon am eigenen Leib erfahren. Ich hatte mal Mangos geholt, die waren nicht ganz so lecker und dann dachte ich, komm, frierst du die ein. Und habe die dann für das Eis benutzt. Das Eis hat dann nicht ganz so lecker geschmeckt. Was auch noch so ein kleiner Tipp ist, da muss man natürlich immer gucken, das ist dann auch immer ein bisschen teurer, ist Bioqualität zu kaufen. Ich versuche das ja so oft es geht, und wenn man keine Bioqualität holt und die Früchte in einem nicht gefrorenen Zustand holt, dass man die vorher irgendwie versucht gut abzuwaschen und dann erst einzufrieren. Aber es gibt ja auch ganz viele bereits eingefrorene Obstsorten im Supermarkt. Da immer darauf achten, dass hinten bei den Zutaten nicht noch zusätzlicher Zucker mit dabei steht, sondern die Obstsorten so, wie sie auch drin sein sollten. Also wenn du Mangos holst, dass da 100% Mangos drin sind, bei Beeren 100% Beeren und keine Zusatzstoffe. Ich bereite manchmal auch immer ein bisschen mehr vor und das friere ich dann ein. Dafür habe ich so kleine Behälter, das kommt dann da rein. Also man muss jetzt nicht immer nur portionsweise, sondern man kann auch mal einen größeren Pott sich zubereiten und das dann alles schön in den Gefrierschrank packen. Für die Zubereitung braucht ihr auch gar nicht viel. Im Grunde genommen die Zutaten. Dann braucht ihr idealerweise einen Mixer. Wenn ihr den allerdings nicht habt, ist das auch nicht so schlimm. Ich nehme ja auch immer mein Püriergerät. Das nehme ich ja für so viele Dinge. Genau, das könnt ihr auch benutzen. Das ist dann ein bisschen aufwendiger. Oder im Notfall geht auch ein Pürierstab. Das habe ich auch schon mal probiert. Das war ein bisschen mühselig, aber im Notfall geht das auch. Ich verlinke euch übrigens alle Sachen, die ich hier in dem Video benutze, unten in der Infobox. Kurz zur Info. Da bestehen keine Kooperationen mit den gezeigten Marken, nur so zur Info. Genau, aber vielleicht hilft euch das ja, wenn ihr noch das ein oder andere braucht. Ihr solltet übrigens unbedingt daran denken, wenn ihr Lebensmittelunverträglichkeiten habt, das zu beachten und dann gegebenenfalls Zutaten auszutauschen. Ja, da ist ja jeder Körper anders. Also da sollte jeder individuell gucken, was für ihn passt. Dann kommen wir mal zu Rezept Nummer 1. Dafür braucht ihr gefrorene Bananen. Auf jeden Fall darauf achten, dass die schon gut gereift sind. Idealerweise so kleine braune Punkte auf der Haut haben, weil dann sind sie auch schön süß. Wenn ihr unreife Bananen nehmt, dann schmeckt das Eis nicht so süß. Deswegen immer darauf achten, dass die schon gut gereift sind. Dann ein bisschen Kakaopulver dazu nehmen. Wichtig dabei ist 100% Bioqualität ohne irgendwelche Zuckerzusätze. Deswegen immer hinten auf der Verpackung lesen, wenn ihr im Supermarkt seid. Die Mengenangaben schreibe ich euch übrigens hier in das Video mit rein.
dass ihr so eine Orientierung habt. Und was auch noch sehr lecker ist, wenn ihr da ein bisschen Hafermilch reinmacht. Da müsst ihr natürlich schauen, welche Konsistenz ihr haben wollt. Das kann man eigentlich ganz schön beobachten während des Pürierprozesses. Wenn man sagt, man will es ein bisschen cremiger haben, kann man auch etwas mehr Hafermilch mit dazu tun. Wenn man es mehr in so einer richtigen Eisform haben will, würde ich etwas weniger dazu packen. Wenn ihr bemerkt, dass das Eis insgesamt, also das hatte ich ganz oft, dann habe ich versucht, das zu pürieren und dann ist das so ein bisschen hängen geblieben überall und dann hat das Püriergerät das nicht richtig püriert. Anstatt Hafermilch kann man auch ganz normales Wasser nehmen. Aber da guckt ihr am besten einfach mal, probiert aus, was euch besser schmeckt. Was mir ja auch immer sehr wichtig ist bei meinem Essen, dass das später schön aussieht. Ich nehme mir dann dazu eine schöne Eisschale, packe das Eis da rein und da kommen da Toppings oben drauf. Bei diesem Eis fand ich sehr lecker, wenn man da ein bisschen Haferflocken noch so drüber streut und eventuell ein bisschen dunkle Schokolade. Da gibt es ja auch so Kokosraspeln. Da würde ich auf einen sehr hohen Kakaoanteil achten, also sprich keine Vollmilch, Kokosraspeln oder weiße Schokolade. Genau, dass das auch wieder gesund ist. Und ja, das kann man sehr schön zubereiten und dann sieht das so lecker aus und schmeckt so gut. Und auch das zweite Rezept ist mega lecker. Dafür braucht ihr gefrorene Mangos und wie am Anfang gesagt, auf jeden Fall auf die Qualität achten. Entweder selber im Supermarkt holen und selbst einfrieren, also schälen und einfrieren, nicht mit der Schale einfrieren, oder ihr kauft das halt schon in den fertigen Packungen. Genau, und dann nehmt ihr die gefrorenen Mangos, packt das entweder in den Mixer oder ins Püriergerät und dann kommt dazu ein bisschen Hafermilch und Kokosmus. Wie gesagt, die Angaben stehen hier mit dabei. Und dann püriert ihr wieder das Ganze bis zu der Konsistenz, wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr merkt, es ist noch ein bisschen zu flüssig, könnt ihr auch noch mal ein paar gefrorene Früchte mit dazu packen. Wenn ihr merkt, es ist zu hart, einfach noch ein bisschen Flüssigkeit mit dazu geben. Anschließend kann man das Ganze dann noch mit Kokosraspeln dekorieren. Ich fand diesen Mix aus Mangoeis und Kokosraspeln sehr lecker. Also wenn man Kokos mag, ist das auf jeden Fall eine ganz tolle Kombi. Da sind wir dann auch schon beim letzten Rezept und da braucht ihr gefrorene Beeren. Ihr könnt entweder Himbeeren nehmen, Brombeeren, Blaubeeren oder von allem so ein bisschen was. Dazu nehmt ihr noch etwas Banane. Ich habe die auch immer eingefroren. Man kann die auch normal nehmen, also nicht eingefroren. Auch hier wieder darauf achten, dass die schon so ein bisschen braune Punkte haben, damit die so ein bisschen Süße geben. Anschließend ein bisschen griechischen Joghurt mit dazu packen. Also die Menge der Zutaten ist natürlich auch immer davon abhängig, wie viel ihr zubereiten möchtet. Wenn ihr jetzt irgendwie eine Familie habt und Kinder, die jeden Tag Eis essen wollen, ist das übrigens auch eine super Alternative zu dem ganzen fertigen Zeug. Dann könnt ihr auch gerne ein bisschen mehr zubereiten. Genau, griechischen Joghurt auf jeden Fall mit dazu. Das macht das Ganze dann noch mal ein bisschen cremiger. Und dann so ein klitzekleines bisschen Vanillepulver, da würde ich auch nicht zu viel nehmen, weil es kann schon sehr intensiv vom Geschmack her nehmen. Das Ganze dann wieder schön pürieren, entweder so, dass es wieder ein bisschen cremiger ist und wenn ihr es ein bisschen fester haben wollt, dann einfach ein bisschen weniger von dem Joghurt mit dazu nehmen. Als Deko nehme ich hier auch immer ein paar Kokosraspeln und dann lege ich oben drauf noch ein paar Beeren. Und das ist einfach so lecker. Und wenn man möchte, kann man auch noch so ein paar dunkle Schokoladenraspeln mit dazu packen. Ja, das sieht dann nicht nur schön aus, sondern schmeckt auch sehr, sehr gut. Das waren meine drei Rezepte für gesundes Eis. Und ich hoffe, dir damit so eine kleine Inspiration gegeben zu haben, was man so als Alternative essen kann. Und dass man nicht immer die Supermarkteis isst mit den ganzen Zusatzstoffen. Nicht unbedingt jeden Tag in die Eisdiele rennt, weil da ist auch meistens Zucker mit dabei. Ja, und ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir einen Daumen hoch. Da freue ich mich immer. Und ja, das zeigt mir einfach, dass euch die Videos gefallen und motiviert mich immer. Also, Daumen hoch. Und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also, bye bye.